Alles klar, Freunde, die Musik passt. Das ist schon ein bisschen schön gehypt. Hype-Musik. Wir machen weiter. Kämpfen erstmal gegen Boss Gallagher. Boss Gallagher, der weiß auf jeden Fall, wie man es zu heißen hat. Jedenfalls bin jetzt wirklich darauf gespannt, in welche Richtung das Ganze noch geht und wie weit es vor allem noch geht. Ja, ich weiß nämlich gerade nicht. Ich kann irgendwie nicht einschätzen, ob es noch ein bisschen weit geht oder ob es noch viel da ist mit der Story oder ob wir den nicht schon am Ende. Oh, am Ende sind. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Boss Gallagher! Lol. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Nein! Nein, 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 schon, so nicht. So nicht. Genau, bitte. Sollte der letzte sein, oder? Ja, perfekt. Das Item ist übel witzig, wie er so einen rauspackt. Aber so viel dazu. Okay, jetzt machen wir mal gekonnt weiter. Jetzt muss ich überlegen, wo waren wir letztens stehen geblieben? Ich glaube, ich meine also. Ne, hier geht's nicht weiter, okay. Lol, wartet mal. Ja, hier geht's nämlich nicht weiter. Ne, wir haben hier Rob befreit, richtig, und jetzt. Muss wahrscheinlich wieder zurück. Naja. Oh miau! Das sieht so geil aus. Ja, aber gut, wir geht's denn. Ah, wartet, wir können noch nach links. Richtig, richtig. Wir sind nämlich nach rechts gegangen. Genau. Dann gehen wir mal that way. Und jetzt hier auch eine Frage. Hier ist a question. Oh, jetzt haben wir sogar drei. Der Noppon-Schritte soll. Was war? Was? Der Noppon-Schritte soll zu suchen, trifft deine Wahl. Noppon, Noppon. Sag mir was. Noppon, Noppon. Der Noppon-Schritte soll zu suchen. Ich wollte gerade sagen, mich erinnert es an das hier nämlich. Es sei denn, die anderen sind. Ja, das ist kein Noppon, nein. Das ist ein Noppon vom Noppon-Volk. Das ist auch kein Noppon. Das sollte der in der Mitte sein. Noppon, als ich Noppon gehört habe, habe ich direkt an das gedacht. Das ist nämlich von Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles habe ich nämlich auch gespielt und das ist Noppon. Meiner Meinung nach sollte das Noppon sein. Es sei denn, das Game sagt, ja, ja, jetzt ja auch nicht verarscht, nichts da. Der Noppon-Schritte soll zu folgen. Hier haben wir einen Noppon. Seinen Schritten folgen wir. Danke, ciao. Kommt hoch, kommt hoch. Ich habe keine Lust haben, euch da unten irgendwas zu machen. Oh, weißt du was? Oh mein Gott. Lol, die Arme. Komm du mal rein. Das ist so geil bei Ridley. Das ist so geil bei Ridley. Naja, Tora. Jetzt bin ich gespannt, ob es das Richtige war. Starman. Yeah. Siehst du? Da seht ihr mal. Jetzt ist's. Hat es doch gelohnt, sie nur bekommt, zu spielen. Nee, wäre nicht schlimm, wenn wir es auch nicht geschafft hätten auf Anhieb. Miau. Ah, meine Schatzkiste bitte. Geisterpunkte, sehr schön. Apropos Geisterpunkte, ich sah da nämlich schon dran. Ich sehe da nämlich schon unten links. Da sind ein paar fertig im Training. Aua. Ah, den einen können. Evolvierbar. Evolvierbar. Oh, jetzt. Evolvierbar nennt man das, oder was? Okay. Okay. Evolvierbar. Oh. Mega Man X ist Legendary gewesen. Krass, mir gar nicht aufgefallen. Die bekommen wahrscheinlich weniger Erfahrung. Ich habe ja oft gefragt, ey, was heißt das eigentlich? Wenn der Pfeil runtergeht, Pfeil nach oben. Die sollten weniger Erfahrung bekommen, die mehr einfach. Schätze ich mal einfach spontan. Naja. Schick mir einfach mal ins Training, was soll's. Doc Louis, lieben. Was darf sein? Ja, bitte trainieren. Danke, ciao. Dankeschön. Haben wir noch was jetzt im Wissensbaum? Schauen wir mal, welche Punkte. 209, ja, vielleicht. Okay, machen wir das. Meine Smash-Angriffe vergiften gelegentlich. Einfach so. Okay, nur her damit. Nur her damit, legit. Die vergiften gelegentlich. Oh, jetzt. Ich finde das geil mit so kleinen Rätseln. Ich mag das so in so Dungeons. Oh, okay. Des Zwielichtsherrscher weiß den Weg.
ohne zu gucken, wer da ist, habe ich im Kopf Gigahim. Des Zwielichts Herrscher weist den Weg. Bist du ein Zwielichtsherrscher? Arganim. LOL. Ganondorf? Ja, jetzt die Sache. Zwielichtsherrscher. Gigahim. Ja, siehst du, ich hatte eigentlich Gigahim im Kopf. Santo. Ich hatte legit Gigahim im Kopf. Obwohl Ganon war Legendary Geist, ne? Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ah, ne, der war nicht Legendary, aber. Ich hole gerade nicht alle geil. Ich habe Gigahim im Kopf. Wirklich, Zwielicht Gigahim. Versuchen wir es einfach mal. Ich habe jetzt nicht alle Geister dennoch geholt, obwohl ich die Richtung Antwort hatte. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen werde. Ich werde einfach auch versuchen, hier weiterzumachen. So, wenn ich die nicht unbedingt nehmen muss, dann belasse das erstmal. Guck mal, wie geboostet wir sind mittlerweile. Wie Schaden wir dritten. Das ist so gestört. Ah, Gigahim. Ah ja, Logo, Gigahim. Raus mit dir. Jetzt bin ich gespannt, ob es Gigahim war. Ich hatte am Anfang direkt Gigahim im Kopf. Könnte aber einer der anderen sein, ne? Auch Santo, wie der hieß. Der vielleicht. Jetzt. Nein! Was? Ernsthaft? Gigahim? Na, ernsthaft? Also den kenne ich halt nicht, legit. Das ist Zwielichtsherrscher. Könnte auch der sein. Oder Santo oder Ganon. Gigahim war es echt nicht? Okay, komisch. Ich weiß, um echt zu sein, aber auch nicht, warum ich direkt Gigahim im Kopf hatte. Gigahim war für mich so eine zwielichte Person, sag ich mal. Wenn ich das so sagen darf. Aber krass. Okay. Passiert, passiert. Was? Der kommt direkt im Nachwand, ey. Oh, lol. Also, Santo bin ich jetzt auf gut Glück einfach gegangen. Ich weiß, ich denke nicht, dass es Ganon ist eigentlich. Ganon, so Zwielicht, weiß nicht. Könnte schon sein, dass es Ganon ist. Aber schauen wir mal. Yeah. Okay, dann war es Santo. Dann war es tatsächlich Santo. Okay. Oh. Da ist jemand. Kajutsu! Quajutsu! Quajutsu! Ich hab den damals auch. Quajutsu ist mir aber, um ehrlich zu sein, zu flink. Der ist zu schnell, zu agil. Aber schau mal. Aha, ja, mit seinem Schatten. Was? Einfach noch überlebt. Nein. Das meine ich mit, der ist zu flink so. Das ist mein. Der ist mal jeder mal da. Jetzt reißt mit dir Quajutsu. Aber Quajutsu, der ist cool. Der ist cool. Quajutsu! Ich war übertrieben überrascht, dass sie damals Quajutsu reingehauen haben. Auf der Wii U. Aber warte mal, den einen konnten wir. Er war evolvierbar, so wie es da stand. Lass uns das Ganze mal gucken. Sollen den evolvierbar, alles klar. Welcher war das aber? Moment. Hier, evolvierbar. Heißt legit. Das ist der beste 3 Sterne. Eigentlich muss es nicht unbedingt sein, der ist nur auf 3 Sterne. Ah, wo? Stopp. Nach Evolution könnt ihr vielleicht hoch auf 4 Sterne. Schauen wir mal, weil Dracula war. Ist. Ah, ne, Alucard war das. Ne, Dracula war auch evolvierbar. Hey, warte mal. Wird auch 4 Sterne dann? Oh, nett. Der wird tatsächlich leicht. Was? 4-4 auf Level 1? Und der hat Waffenangriff und der hat 3 Slots. Krass. Die sind auch ein evolvierbar, aber die sind 2 Level. Ich will gerne mal den. Wie, der ist nochmal. Oh, ich dachte gerade, Evolution nochmal wirklich.
Ich würde gerne mal Dracula evolvieren. Das heißt doch nicht evolvieren. Entwickeln, legit. Aber evolvieren, sagt man das auch? Naja, jetzt stärken wir erstmal den hier, Moment. Dracula, wo ist der? Oh, lol, komm hin. Komm hin. Okay. Nicht auf Trump, der sollte auch gut werden. Evolvierbar, genau das. Jetzt, jetzt. Oh, hä? Soma Cruz. 4803 Slots und der hat auch noch eine Ability. Riesenschreck. Erhöht angesagt gegen Riesengegner. Verdammt, ist der krank. Der ist neutral. Neutral. Oh. 4800 auf Level 1. Ich dachte, warte mal, 4800 ist doch nicht gut. Aber auf Level 1. Jetzt würde er erstmal die Stärken. 12! Was? Geister! Oh mein Gott! Schaut mal jetzt. Alter, Ridley auf 10, der ist auf 12 legit. Guck mal, der ist einfach auf 12. Micha Fiora ist auch nicht schlecht. Wir haben schon gute Geister gesammelt, um ehrlich zu sein. Bison. Nicht zuletzt, warte, machen wir mal. Nicht zuletzt, wenn jetzt, machen wir mal Power hier. Ja, okay, aber der hat keine Stats, nichts. Der ebenso. Der ist, der gefällt mir. Soma Cruz. Der gefällt mir. Lass mal so spielen. Okay. Da ist eine Quest wieder. Was ist hier? Das ist auch eine Quest. Und ein Gegner. Ah, und ein Charakter. Wir gehen natürlich erstmal nach rechts. Wer sind denn sie? Sturm. Okay. Nein, ey. Let's go. Raymond Bryce. Ah! Der ist von Disaster, glaube ich, oder? Hieß das Spiel, das hat mich damals prickelnd. Disaster oder so. Das Spiel hat mich damals prickelnd interessiert für die Wii. Aber ich habe es mir nie geholt. Kurz rausgekickt. Okay. Leute! Oh, die Musik, genau dieses. Ah, wo, warte mal. X abbrechen. Ey, stopp, 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 mal langsam. Standardgemäß wollen wir es so nicht so. Das können wir dann speichern von mir aus. 15, Power einfach auf 15, krasser Shit. Aber wir nehmen jetzt dafür mal. Oh my god, really? Warte, mit Ridley spielen. Leute! Und Drops doch am Schaft. Was? Dieser Bewohner, Alter. Kommt beide her. Alter, Rage. Super Deck von Ridley ist cool. Gewonnen. Easy. Easy. Ich überlege gerade, welche Charaktere haben wir nicht? Oh, wir haben schon ein paar nicht. Wolf, Mewtwo fällt mir ein. Asura! Nein! Fire Emblem ist so ein geiles Spiel, Freunde. Kann ich jedem empfehlen. Bereit?
legit Gänsehaut bei dem Song. Was? Ich halt nochmal oder was? Wie die Ulti einsetzen, ich weiß es. Was? Bleib draußen, ey, kommst du nicht mehr rein. Das ist so geil mit Ridley. Das ist so geil mit Ridley. Asura, Waffenlauftempo. Krass. Mit zwei Slots auch noch. Ah, die sind Sub-Guys. Ah, okay. Ich sehe das immer nicht so direkt auf den ersten Blick. Aber jetzt, den bekommen wir hier. Ja, macht Sinn, ne? Corrin. Mit Corrin würde ich gerne spielen, um ehrlich zu sein. Mit Corrin würde ich gerne spielen, glaube ich eher. Ist ein interessanter Charakter. War damals ein DLC-Charakter auf der Wii U. Ich hatte Spaß gemacht, mit ihm zu spielen, auf jeden Fall. War ein, ja, zum 50. Mal ein interessanter Charakter. Jetzt hat David verdissen. Oh. Nein, ey! Boah, ich hab ihn noch getroffen. Ich hab nämlich eigentlich meine normale B aktiviert. Aber ich hab ihn getroffen, perfekt. Corrin! Olle! Jetzt spielen wir mit Corrin, let's go. Würde ich gerne testen. Ah, unser Boy Captain. Wir haben ihn lange gesucht, den Busfahrer. Wir haben ihn lange gesucht, Digits. Und zwar Folgendes, bam, bada boom, pow. Genau, wir wollen jetzt mit Corrin erstmal ein bisschen spielen. Ja, schauen wir einfach mal. Corrin, wo sind sie? Ah, wir haben auch Darin. Darin habe ich damals oft gespielt. Wo ist Corrin? Bin ich... Ah, Leute, ich bin einfach auf ihn. Keine Ahnung. Na, 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 na. Oh, Black Corrin. Alter, nett. Wir nehmen mal die nette Dame, let's go. Falls euch wundert, warum gibt es männlich-weiblich, das ist quasi der Anfangscharakter, da könnt ihr wählen, ob ihr ja einen männlich haben wollt oder weiblich. Alright. Oh, du hast keine Schuhe an. So. Oh, okay. Ein Duo aus Inkopolis weist dir den rechten Pfad. Ich weiß schon welches, nämlich die zwei Sängerinnen. Von Splatoon, die nicht. Außerdem war das kein Duo. Die auch nicht, sondern die hier. Sehr genau die. Waren es die Sänger? Ich weiß ja, aber es ist auf jeden Fall Duo von. Ja, doch, es sollten die sein. Haben wir aber einen Geist von Fire Emblem? Lass mal gucken. Vielleicht rentiert sich das. Wo bist du? Fire Emblem Heroes. Aus Fire Emblem, ja, aber wir brauchen. Ein grünen aus Fire Emblem haben wir nicht. Passt es erst. Aber wenn wir dieselben Geister wie unser Spiel nehmen, aus demselben Genre, dann gibt es auch einen Boost drauf. Schaut jetzt. Zack! Was kommt Corrin nochmal? Ich hab's ein bisschen vergessen, weil ich sag. BAM! Ah, schade.
Korrekt. So. Die Sache ist... Oh. Wo geht's da weiter? Oh. Wow, wie verschickt. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt da oben weitergeht oder hier. Ah, hier ist noch ein Kämpfer. Da ist auch noch einer. Wow, da sind noch viele. Lass mal nach rechts erstmal. Wie geil die das gemacht haben, oder? Zack. Ein mit den Snacks. Oh. Chroms kleiner Schwester sollst du folgen. Chroms kleine Schwester soll ich folgen? Ich sag euch, wer Chroms Schwester ist. Die ist nicht. Die ist es. Aber. Moment, ich muss kurz abchecken. Ja. Lisa sollte die kleine Schwester sein. Elise ist es nicht, sondern Lisa. Ich habe nämlich den gespielt damals. Fire Emblem Awakening. Auf dem DS. Awakening auf dem Street und. Ich habe zwei auf dem DS gespielt. Awakening noch, was glaube ich. Naja. Oh, es gibt so nichts, sag mal, was geht hier ab? Heiliger. Was? Raus mit dir. Hier ist nämlich ein Drache, Corin. Sieht übel geil aus. Oh. Don? Einfach nicht getroffen. Was war da? Was? Was? War da? Eine Bombe? War da eine Bombe? Sah so aus. Sah so aus. Zu dritt gegen einen kommen. Zu dritt gegen einen geht's. Er hat aber übel die Reichweite. Oh mein Gott, seht ihr das? Oh mein Gott! Oh mein... Nein! Die Korn ist cool. Wenn man mit Korn spielen kann, ist auf jeden Fall gut. Schätze ich. Sollte eigentlich die Schwester sein, wenn ich mich recht entsinne. Die hatte ich nämlich im Kopf, als ich ja von Chroms Schwester gehört hatte. Oder. Yeah, nice. Oh. Oh. What? Da oben war noch. Hä? Da oben ist noch einer. Wie lang? Warte mal, jetzt haben wir eine Abkürzung genommen, oder was? Eigentlich würde ich auch so die von diesem Pfad ausgehen. Oder zumindest schauen, was in dem Pfad geht. Jedenfalls, Freunde, lasst uns jetzt auf die Schatztruhe öffnen. Am Ende den Charakter, auf dem
gehen wir im nächsten Kampf zu, also im nächsten Part zu, sorry. Da habe ich auch drauf gespannt, wer das ist. Und wer ist es, wer ist es? Ah, wir schauen im nächsten Part rein, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.